I think Quo Vadis is increasingly well known around the world as an important conference. You know, this is a conference I think that's really starting to be known outside Germany. I saw someone just yesterday call it the DICE of Germany, which I thought was a compliment. Man muss ein bisschen die Historie der Quo Vadis kennen, um zu wissen, dass es nicht nur eine Entwicklerkonferenz ist, sondern dass eigentlich hier die Wissenden, so die Insider, sich seit Jahrzehnten treffen. Also dieser internationale Faktor oder Bereich, der hat eine große Bedeutung für die Quo Vadis. Ist das noch stärker geworden eigentlich als in der Vergangenheit? Genauso stark, wie sich unsere Branche internationalisiert, müssen wir natürlich als Veranstalter von Events, vor allen Dingen eben von Konferenzen, aber auch anderer Sachen darauf achten, dass wir Input aus dem Ausland in die Veranstaltungen und somit halt in die deutsche Branche bekommen. Wir haben mit der Quo Vadis 2003 als reines deutsches eintägiges Event angefangen. 2007 sind wir nach Berlin gegangen und 2011 haben wir die Konferenz ins Englische umgeswitcht. Natürlich sind wir immer noch stark verankert in der deutschen Branche, es sind immer noch sehr viele Deutsche hier. Aber wir merken, der Wachstum der Konferenz kommt ausschließlich durch die internationalen Besucher. Durch die Öffnung der Märkte, durch die Free-to-Play-Modelle oder durch die mobilen Märkte arbeiten immer mehr deutsche Teams mit sehr vielen internationalen Partnern zusammen. Und durch dieses Wir arbeiten international öffnet sich der Standort ganz von alleine. Also als wir die Quo Vadis-Konferenz das erste Mal auf Englisch durchgeführt haben, da hatte ich fast schon das Gefühl, dass die Leute sich gefragt haben, echt, ihr habt eine Entwicklerszene in Deutschland? Und ihr könnt sogar Englisch? Wow, das hätten wir ja nie gedacht. Weil tatsächlich zu der damaligen Zeit vielleicht 10% der deutschen Entwickler überhaupt im Ausland aktiv waren. Und das hat sich enorm geändert in sehr, sehr kurzer Zeit. Hast du den Eindruck, dass das jetzt ein fahrender Zug ist, der auch noch an Fahrt gewinnt? Oder haben wir eigentlich vielleicht den Zenit möglicherweise sogar schon überschritten? Wir stellen ja schon fest, dass die Geschäftsmodelle sich vielleicht verlagern, auch die Vorlieben der Spieler sich ein bisschen verlagern. Wie würdest du das so bewerten, den Zustand der deutschen Spieleindustrie? Wir müssen immer aufpassen, dass wir alle Märkte bedienen können. Und was in Deutschland gerne passiert, ist, dass man sich zurücklehnt und zufrieden gibt. Und ich glaube, das ist die eigentlich große Herausforderung. Die Qualität der Entwicklung ist es längst nicht mehr, es ist eher die Qualität des Business Developments. Also wir müssen viel, viel stärker in gute Leute investieren, die uns helfen, neue Märkte zu erobern. Da die entsprechenden Partner zu finden, entsprechend mit Vertrags- und Business-Know-how ausgestattet, dann in diese Märkte reinzugehen. Und die Frage ist halt nur, wie schnell ist man dann in der Lage, auf solchen Märkten dann auch Fuß zu fassen. Quo Vadis heißt, wohin geht die Reise? Und wir diskutieren auf der Quo Vadis darüber, wo die Reise hingeht. Und seitdem wir das machen, habe ich das Gefühl, dass wir sehr erfolgreich auch in den Köpfen der Leute stattfinden, weil die sagen, ja, stimmt, genau den Platz brauchen wir.